Ja, es ist der absolute Albtraum aller Eltern. Man ist auf dem Spielplatz eine Sekunde abgelenkt und dann ist das Kind weg. So ist es jetzt geschehen, mitten in Berlin, im Berliner Stadtteil Friedrichshain. Ein Mann hat ein kleines Mädchen mitgenommen. Ein Kioskbesitzer rannte hinterher. Sehen Sie hier das unglaubliche Handyvideo, das ein Zeuge filmen konnte. Hier irgendwo müssen wir absteigen. Nee, da wo ich park. Genau, erstmal mit Papa. Er zeigt uns, wo Abstieg ist. Komm. Kann ich reden? Ja, verstehst? Und sag mal. Nee, ich bin hier. Also komm. Direkt ins Bettchen bringen? Da, wo hat das Kind genommen? Gut. Machen wir. Machen wir. Warum hast du das gemacht? Ich liebe Kinder. Du liebst Kinder, ja? Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie deutsche Mütter und Väter ihre Kinder zu Hause allein lassen mit irgendwelchen Betreuern. Furchtbar. Okay, sagst du mir, wo hast du Kinder genommen? Hier im Park? Ich finde, Kinder sind einfach das Wichtigste. Das sind unsere Zukunft, oder? Ja, aber wo hast du Kinder genommen? Ist die Mama hier im Park? Ja, ganz klar ist Mama da. Alles klar, da gehen wir hin. Oder? Wir gehen zur Mama, ne? Aber okay. zeig mir was. Du sitzt oben. Du musst gucken, wo sie ist. Du hast die beste Aussicht, okay? Ja, aber du hilfst mir. Wo ist die Mama? Wo ist deine Mama? Verdammt viele Leute. Da müssen wir genau gucken. Wo warst du mit deiner Mutti? Hier oder hier? Ist das? Nein, ist nicht deine Mutter. Ja, das sind wirklich Szenen, bei denen es einem eiskalten Rücken runterläuft. Und ohne das Eingreifen von Zoran Z. hätte das wohl ganz anders ausgehen können. Mein Kollege Till Biermann konnte heute mit dem Kioskbesitzer sprechen. Ich war genau hier und gerade gekommen mit meinem Fahrrad. Ich habe Fahrrad da in den Laden gelassen und einfach hier Zigarette angemacht wie jetzt. Und dann kommt die Frau, die hat mich informiert, Soran, die Mann, ich denke, die Kind gehört nicht zu dem Mann. Kannst du mir bitte helfen? Und ich habe dann einfach 100 Meter so gerannt und ihn gestoppt auf die Straße, ihn gefragt, ist das dein Kind? Und hat auch sofort geschwitzt und war Theaterpause 2-3 Sekunden und dann hat er gesagt, nein, ist nicht mein Kind.